Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin Selina und das hier ist Part 7 von der Disney Legacy Challenge. Snow hat wahnsinnige Rückenschmerzen. Sie platzt gleich aus allen Nähten. Aber das ist auch kein Wunder, weil das Baby kommt bald. Ich habe keine Ahnung wann. Du darfst sie aber direkt mal sauber machen, weil wir möchten natürlich das Kind nicht in einen Saustall bringen, wenn wir direkt nach Hause kommen. Und hier, das darfst du auch aufräumen, weil das ist dreckig. So, in der letzten Folge hat Liam unser Haus für immer betreten. Er wohnt jetzt bei uns. Er hat immer noch starke Akne. Komm, bitte, mach nochmal irgendeine Behandlung. Na los. Okay, das hier sieht schon ein bisschen besser aus. Kohle-Gesichtsmaske. Gesichtsmasken sind die perfekte Pflege, um Akne zu verhindern. Ja, blöd. Hat er aber schon. Mann, vielleicht wird das ja durch diese Aktivkohle ein bisschen besser. Gut, wir haben auch in der letzten Folge, ich will jetzt nicht sagen, die Zwergenhütte eingerichtet, weil eigentlich stehen da nur Betten drin und Schmetterlinge und Fenster haben wir auch reingemacht. Und das war's. Aus mehr besteht momentan unser Zwergenhaus nicht. Und oh nein! What's that? Snow, du darfst einmal ein Frühstück machen, Rührei mit Speck. Und Liam, bitte, reparier das. Aber das ist die perfekte Möglichkeit, weil somit kann Liam ein bisschen die Geschicklichkeit hochpushen. Übrigens, in der letzten Folge hat er auch die Karriere im Militär begonnen. Das heißt, er ist jetzt ein Soldat und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich zu ihm passt. Wahrscheinlich habt ihr schon drunter kommentiert unter dem letzten Video, was ihr stattdessen nehmen möchtet oder nehmen würdet. Aber ich drehe jetzt diese Folge hier direkt nach dem 6. Part. Deswegen konnte ich leider bis jetzt noch nicht auf eure Kommentare reagieren, aber bis zur nächsten Folge auf alle Fälle. Gut, nachdem das Frühstück fertig... Oh, sie isst schon. Danke, Snow, dass du Liam auch zum Essen gerufen hast. Vielen lieben Dank. So, natürlich möchten wir irgendwie auch die Fähigkeiten in der Musik bei Liam ebenfalls hochtreiben, weil, wenn ihr nämlich hier einmal schaut, hat er ebenfalls die Geigenfähigkeit und die Klavierfähigkeit, schreiben auch. Vielleicht bringt das irgendwas für die Songtexte, die man schreibt, das weiß ich noch nicht so genau, aber es ist doch echt cute, oder? Das ist dann so ein richtiges, ich weiß nicht, so ein süßes Musikerpaar. Ich finde das total süß. So, aber wir haben jetzt nicht lange Zeit. Direkt nach dem Frühstück geht es erstmal hier raus. Ich glaube, wir sollten sie zuerst weiterentwickeln. Und dann können wir doch theoretisch bessere Früchte ernten. Kann das sein? Oh, das können wir auch gar nicht mit allem machen. Was können wir noch weiterentwickeln? Ah, die Apfelbäume. Die können wir noch machen. Super. Und dann können wir auch direkt alles verkaufen und hoffen einfach, dass wir da nochmal einiges an Geld bekommen. Sie sieht so witzig aus. Ey, die hochschwangere Snow in ihren High Heels. Aber Leute, wer schön sein will. Was macht denn eigentlich ihre Kochfähigkeit? Oh, Gartenarbeit ist schon richtig weit hoch. Das ist super. Kochen auch fast bei Level 4. Das ist doch toll. Ich würde sagen, bevor die Geburt wirklich losgeht und sie dann komplett fertig ist. Oh, sie muss nochmal pieseln. Genau, dann kannst du das einmal machen. Wie sieht's denn? Okay, Energie ist auch noch gut. Oh, duschen müssen wir. Dann geh mal bitte in der Dusche singen. Und Liam, schnapp dir einmal die Teller. Weil du darfst jetzt anfangen aufzuräumen. Hallo? Warum kann ich... Ah, jetzt. Jetzt kann ich mal sie schnappen. Gut, und natürlich Rührei mit Speck einmal in den Kühlschrank, dass wir es nochmal essen können. Weil ich glaube dann, wenn wir das Baby haben, wir sind jetzt Gott sei Dank auch zu zweit, das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Aber wäre es wirklich nur Snow hier... Hallo, du sollst auf... Oh, wir haben nichts zum Aufräumen in der Küche. Also wenn nur Snow hier, dann wäre das für sie wirklich eine Katastrophe, sich komplett alleine um das Kind zu kümmern. Von daher bin ich ganz froh, dass Liam jetzt bei uns wohnt. Wir müssen die Küche auch irgendwann enorm vergrößern. Das geht so auf keinen Fall weiter. Das ist einfach viel zu wenig Platz. So, Liam, du darfst es einmal versuchen, Klavier zu üben, weil ich möchte ja natürlich wirklich die Fähigkeiten der beiden ziemlich weit hochbekommen. Und wenn die Kinder da sind, wird das nicht mehr so einfach. Deswegen sitze ich jetzt dran und übe. Was ist mit dir los?
Alles tut weh wegen Schwangerschaft. Füße, Rücken und Bauchschmerzen. Oh nein, und die Toilette ist auch kaputt. Komm, putz dir mal die Zähne, dann fühlt sich schon mal direkt besser. Spaß ist runter, Energie ist runter. Mach ein Nickerchen, weil, ey, wenn die Geburt losgeht, du hast keine Zeit zu schlafen. Ich rede, als würde ich das wissen. Komm, hör mal auf zu üben. Ich weiß, ich wollte dich gerade losschicken, aber das Klo ist kaputt. Wir brauchen doch ein gutes Klo. Ach, wie süß, unser Engel. Ich finde, sie ist so wunderschön. Die Wehen haben eingesetzt! Snow! Geht's dir gut? Oh nein, ich glaube, ihr geht's nicht so wirklich gut. Oh mein Gott. Schwanger in den Wehen, wegen Versuch, Baby zu machen. Es geht los. Wow. Wow. Oh mein Gott, hoffentlich. Also Gott sei Dank haben wir noch ein Nickerchen gemacht. Und heute ist auch noch Halloween. Oh nein, sie liebt Halloween. Wir müssen los. Wir nehmen natürlich Liam direkt mit ins Krankenhaus. Oh, ich bin gerade richtig. Wow. Leute. Oh. Ist das hier nicht ein Vampir? Caleb Vater. Doch, das ist ein Vampir. Den habe ich mir irgendwann erstellt. Na toll. Und der wird jetzt unser Baby bekommen. Oh, Liam ist voll nervös. Ach so, das hier ist übrigens ein wunderschönes Krankenhaus, was ich mal gebaut habe. Beziehungsweise angefangen habe zu bauen. Es ist noch nicht komplett fertig. Was ist jetzt? Wir hatten so unsere Probleme miteinander. Aber vielleicht können wir ja Freunde werden. Wie wäre es mit einem Mittagessen im Yin und Yang? Sorry, Schwester, ich krieg gerade ein Kind. Wo können wir uns denn anmelden? Kann sich da mal bitte irgendein Arzt an einen Schalter setzen? Ich will ja echt nichts sagen, aber ich bekomme gerade ein Kind. Okay, die beiden umarmen sich erstmal. Das ist süß. Baby, egal was ist, liebe Snow, ich bin immer für dich da. Komplett egal. Warum ist das Schild? Wow. Das läuft nicht so gut. Aber okay, OP-Säle sind noch hier. Perfekt. Dann haben wir auch alles. Aber da muss ich jetzt mal irgendein Arzt hin. Ach so, ich bin schon. Super. Gott sei Dank, ich muss mich nicht anmelden. Der Vampir. Und er ist hier. Nein, es wird mich kein Vampir operieren. Oh mein Gott, Snow, es tut mir so leid. Liam, geh sofort in den OP-Raum. Oh nein, Snow, entschuldige. Nein, ich will nur die Wand hochmachen. Oh mein Gott, wie sie leidet. Und er hat auch ganz schön Panik. Oh nein, es geht los. Und Snow hat voll die Panik im Gesicht. Leute. Es ist ein Junge, das ist doch echt super. Okay, ich muss jetzt mal noch schnell auf meiner schlauen Liste schauen, welche Namen ich mir so überlegt habe. Das erste Baby heißt Jonah. Für den Namen habe ich mich entschieden. Jonah White. Das ist doch cute. Ich finde es süß. Es ist noch ein Mädchen. Wir haben Zwillinge. Wir nennen sie Lillian. Jonah und Lillian. Wird da so ein Baby rauskommen, wenn ich da drauf drücke? Das seht ihr im nächsten Video. Nein, wir drücken da jetzt mal drauf. Okay, es sind nur Zwillinge. Nur Zwillinge. Ich fasse es nicht. Wo ist mein zweites Baby? Das hat er bestimmt aufgefressen. Nein, wie toll. Okay, dann ab nach Hause und die Kinder begrüßen. Direkt am Anfang Zwillinge, wie cool ist das denn? Hi, ihr zwei. Hallo, Baby Lillian. Hi, Baby Jonah. Okay, zu Jonah schicken wir einmal Liam. Dann bleibst du mal bitte erstmal bei der süßen Lillian. Oh mein Gott, wie süß. Ich bin gerade. Ich habe eine Träne im Auge. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, warum ich gerade so abartig
emotional bin. Aber Leute, schaut euch mal diese frisch gebackenen Eltern an. Ah. Oh, und ich habe auch gerade eine Nachricht bekommen, dass der Arzt die Geburtsurkunde vorbereitet hat. Wie schön. Und es sind auch direkt zwei Stück. Natürlich, wir haben ja auch Zwillinge, ne? So, jetzt weiß ich noch nicht, welche Geburtsurkunde ist für welches Kind. Aber ich glaube, das ist jetzt auch erstmal egal. Ich werde hier jetzt die Geburtsurkunden einfach mal hier hoch machen. Im Endeffekt sind es ja dann einfach 7 Stück. Von wem da jetzt welches ist, mal im Ernst, Leute. Das ist egal. Und Lilian ist jetzt schon am Weinen. Das war es jetzt auch mal mit diesem unfassbar tollen und emotionalen Part für mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach super happy, dass das Kind heute auf die Welt gekommen ist und dass dann einfach noch Zwillinge sind. Wie cool. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr einmal Trillinge bekommen habt. Ich hatte das tatsächlich noch nie, würde mich aber mal höchst interessieren. Von daher schreibt mir das gerne rein. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen babyreichen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.